Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben heute wieder was ganz Cooles vor. In diesem Video werden wir nämlich in SSO rumreiten und ich werde die Bedeutungen der Star Stable-Namen herausfinden. Und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Wie man vielleicht hören kann, ist meine Stimme noch nicht ganz so die beste. Das liegt daran, dass ich leider Long Covid habe. Und ja, aber ich würde sagen, wir legen los. Es handelt sich dabei um die Vornamen, also hier um die Vornamen der SSO-Spieler und dann die Bedeutungen nach dem Wörterbuch. Da gibt es so ein Wörterbuch, wo alle Bedeutungen der Namen drin stehen. Und die werden wir heute rausfinden. Und ich würde sagen, ich reite hier rum. Und ich nehme einfach mal die Person, die da hinten steht. Emily. Okay, und ich werde immer so ein Standbild einblenden. Und dann die dazugehörige Bedeutung, also zum Namen die dazugehörige Bedeutung, werde ich euch dann nochmal vorlesen. Und ich würde sagen, let's go! So, also hier jetzt Lucy mit der Namenserklärung aus dem Schnitt. Ihr dürft diese, ja, Namensbedeutungen nicht wirklich ernst nehmen. Und zwar ist das Urban Dictionary. Und da kann halt jeder Sachen reinschreiben, deswegen bitte nicht ernst nehmen. Und ich werde die Sachen vorlesen, die sind auf Englisch und danach für euch übersetzen. Und dann haben wir als erstes Emily. Emily is one of the best friends you will ever find. She's always there when you need her the most and is relatable. If you ever need to talk to someone, find yourself an Emily. And if you do, never let her go. Also quasi auf Deutsch übersetzt, dass sie eine der besten Freundinnen ist, die du jemals finden wirst. Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, wird sie immer für dich da sein und jeder sollte eine Emily im Freundeskreis haben und wenn du eine hast, dann lass sie nicht mehr los. Genau, das ist die Namensbedeutung für Emily, die jemand hier reingeschrieben hat. Ja. Okay, weiter geht's. Wir haben hier eine Person, die hier steht. Aria. Ich weiß nicht, ob es Aria gibt. Also ich weiß nicht, ob es den Namen Aria gibt in diesem Dictionary, aber wir werden mal nachschauen. Übrigens reite ich gerade das Brinnacle, das ist das Weihnachtspferd vom vorherigen Jahr. Ich hoffe, man spricht das aus, Brinnacle? Brinnacle? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ja. Und genau. Aria is one heck of a beautiful girl. Aria may seem shy at first, but once you get to know her, she'll be the most talkative and outgoing person you'll ever meet. Aria is also very smart, but she can also be very lazy. Also, auf Deutsch übersetzt heißt es quasi, sie ist ein richtig hübsches Mädchen. Und am Anfang scheint sie etwas schüchtern, aber wenn du sie besser kennenlernst, redet sie gerne mit dir, macht mit dir gerne Sachen. Und sie kann richtig clever sein, aber auch richtig verrückt. Genau. Genau. Dann wird zwei Personen ineinander. That's what she said. Okay, dann haben wir hier eine Raffaela. Dann Raffaela. Raffaela is always a really beautiful, strong woman. She is really smart, but also one of the funniest and the most crazy person you will ever know. Raffaela is the creative one in her friends group, and when it comes to art, it seems like she can do anything. When Raffaela walks into a room, everybody stares at her, and even though she has that kind of beauty no one ever could imitate, she's really insecure and always worries what others will think about her. So, heißt auf Deutsch, also sie ist eine richtig schöne Frau und richtig stark auch. Also mit stark meint man halt ein starkes Selbstbewusstsein. Und sie ist clever, aber auch witzig und crazy. Und sie ist die Kreative in ihrer Freundesgruppe, also wenn es um das Thema Zeichnen oder so geht, dann kann sie alles. Und wenn sie in einen Raum geht, schaut sie jeder an und sie ist richtig, richtig hübsch. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Aber im Hinterkopf denkt sich eine Raffaela immer so, was denken die anderen über mich? Finden die mich hübsch? Finden die mich nicht gut? Ja, wie gesagt, nehmt diese Namensbedeutungen nicht zu ernst, weil jeder kann sowas da reinschreiben und nehmt es einfach nicht ernst, okay? Okay, sehr cool. Dann haben wir hier eine Victoria. Okay, nee, die reite gerade weg. Ich will nämlich ein Foto machen.
Eine Luan, 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 keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausspricht. Jo. Dann haben wir Luan oder Luan. Ist ein Bubenname tatsächlich. Und ja. An amazing guy who is incredibly sweet, charming and simply amazing. He's a gentleman and enjoys the cousin. He is very good at sports and his smile is so cute. He could be shy at times, but if you get to know him, you'll be happy you did. He's one in a million. He knows what to say to cheer you up and knows how to make everyone feel special. Das erinnert mich gerade an Catherine, aber egal. Also, es heißt so viel wie Luan oder Luan oder keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausspricht. Ist richtig süß und charming, ja, keine Ahnung. Und einfach perfekt. Er ist ein Gentleman und mag gerne sarkastische Sachen. Und er ist auch richtig gut in Sport und er kann auch schüchtern sein. Aber wenn du ihn näher kennenlernst, dann wirst du glücklich sein, ihn kennengelernt zu haben. Und er weiß immer etwas zu sagen, um dein Selbstbewusstsein zu stärken oder um dich wieder glücklich zu machen. So, wir reiten dann mal hier ein bisschen rein, weil ich möchte auch Namen, die nicht so common sind, sondern halt einfach Namen, die nicht jeder Spieler hat. So, also, ja, wie man vielleicht merkt, habe ich jetzt kein Video mehr, sondern nur mal hier das Voice-Over. Ich habe vergessen, ja, die Tonspur aufzunehmen beim Video machen. Deswegen mache ich jetzt einfach ein Voice-Over und blende jetzt einfach nur die Screenshot-Bilder ein. Angefangen mit dem Namen Aria oder in Englisch Area. Und zwar: Aria is a gentle, kind, loving, beautiful, fancy, intelligent and animal lover. She has many friends and is very loyal. Das loyal ist so anstrengend im Englischen auszusprechen, aber never mind. Auf Deutsch übersetzt heißt es so viel, dass sie sehr höflich ist und richtig hübsch und fancy und sehr schlau. Sie ist eine Tierliebhaberin. Jetzt, also dieses Deutsch und Englisch switchen ist jetzt nicht gerade so meins. Also sie ist eine Tierliebhaberin und ein Gamer Girl und sie ist gut in Musik, also in der Schule halt in Musik. Und sie liebt es, Musik zu hören und ist dabei immer an dem Handy, Tablet oder Computer. Und sie hat viele Freunde und ist sehr loyal. Genau. So, dann geht's weiter mit Tia. Ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus. I don't know. Tia oder Taya, keine Ahnung, is the most beautiful girl of the gang. She's brave and will defend her friends through everything. Tia, as I said, is beautiful, but doesn't admit it. Tia always sticks with her friends and always goes for the best boys ever. You could take one look at Tia and fall head over heels for her. Boys always keep a Tia because after you let her go, she's not coming back to you. Tia has many talents, such as performing arts, acting, singing and dancing. Heißt auf Deutsch so viel wie, dass sie das schönste Mädchen von ihrer Freundesgang ist. Und dass sie sehr tapfer ist und sehr mutig. Und sie wird ihre Freunde immer verteidigen. Und sie ist hübsch, aber gibt es nicht gerne zu. Und sie ist gern bei ihren Freunden. Und sie hat immer die besten Jungs oder hübschesten. Und Jungs würden eine Tier immer behalten, weil eine Tier wird nie mehr zurückkommen. Und sie hat ein gutes Talent für Performing Arts, also für Schauspielen, Singen und Tanzen. So, dann haben wir den Namen Kaylee. Kaylee is a kick-ass girl who knows what she wants and doesn't take shit from anybody. She marches to the beat of her own drum. She may seem cold or rude on the outside, but trust me, she's a sweetheart when you get to know her. She's pretty but doesn't know it. She doesn't care who you are if she doesn't like you. She will confront you. She may look too short or too small to hurt you, but trust me, this girl has more fight in her than it seems. Kaylees tend to be very closed off, so if you are close to Kaylee, you're one in a million. Also auf Deutsch heißt es genauso viel wie, sie ist ein Mädchen, was, also ihr ist quasi die An.
Also Kaylee, es das heißt so auf Deutsch so viel wie, dass sie ein richtig hartes Mädchen ist und dass egal was jemand zu ihr sagt, sie nimmt es nicht ernst oder ignoriert es einfach. Und ihr Charakter scheint nach außen hin kalt oder gemein, aber im Inneren ist sie richtig lieb zu allen, wenn du sie besser kennenlernst. Und sie ist hübsch, aber sie weiß es nicht, dass sie hübsch ist. Also, ja. Und wenn eine Kaylee jemanden nicht kennt, dann ist es ihr scheißegal, wie es demjenigen geht und wie sich derjenige fühlt. Und sie schaut so aus, als würde sie zu klein sein oder ja, nicht genug haben, um zu kämpfen oder um jemanden zu verteidigen, aber das ist sie. Genau. So, und dann haben wir noch Madeline oder Madeline. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. A girl who is very shy and don't talk much. But once you get to know her, she can't stop talking. She don't give a crap about what people think. She likes cats. No question about it. If you say M&Ms are better than Skittles to her, well, let's just say you die. She hasn't had many boyfriends, but she bets they would be very happy with her. When it comes time, she will party like no one's business. Most people call her Maddie. Also heißt so viel wie, das Mädchen ist, also Madelines sind schüchtern und reden nicht viel, aber wenn du sie besser kennenlernst, dann kann sie nicht aufhören zu reden. Und ihr ist es scheißegal, was andere Leute über sie denken. Sie mag gerne Katzen. Wenn du zu ihr sagst, was ist besser, M&Ms oder Skittles, und du sagst M&Ms, dann hast du ein großes Problem mit ihr. Und sie hat nicht viele Jungs, also Boyfriends, aber sie ist der Meinung, dass ein Junge sehr glücklich sein wird mit ihr. Und wenn die Zeit richtig ist, dann wird sie Party machen wie kein anderer. Und viele ihrer Freunde nennen sie einfach nur Maddie. Genau, Leute. Und das war auch der letzte Name für das heutige Video. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.